Hast du noch genug gespielt? Jetzt muss noch irgendwas Sinnvolles kommen. So. Nee, lass mal, Johnny. Jetzt gerade nicht. So. Dann lassen wir das jetzt erstmal durchdingsen. Dank seiner frisch erworbenen Schreibfähigkeit kann Willi jetzt die Vorteile eines erweiterten Wortschatzes genießen und grammatisch korrekte Sätze bilden. Ach, das kommt davor wohl nicht. Nach einer heißen, dampfenden Dusche fühlt man sich so gut, das ist wohl wahr. Liebe. Liebe. Schnelle Mahlzeit essen. Das Butter Gelee Sandwich. Da hat so ein Joghurt essen, ne? Griffix. Jewel. Bruce. Tedu. Wallacharb Susa. Karenzi. Febene. Schreib du mal weiter. Wafata. Turinga. Yabasani. Parasa. So. Hochgefühl, ein gut umgesorgtes Sim ist ein glückliches Sim. Das war ein recht köstliches Gericht. Ja, man erkennt sie nicht, die guten alten Joghurts. So, noch 3 Stunden. Noch einmal auf Klo gehen. Wird das so gut wie nach oben gepusht haben, ihre sozialen Dinger. Spaß und sozial geht dann auch automatisch hoch. Wie sieht's mit den Fähigkeiten aus? Schreiben ist jetzt schon auf 2. Das ist schon mal gut. Kochen ist ja auch schon auf 2. Dann kannst du dich gleich mal... Also vorher kannst du mal was essen. Personal einstellen. Vegetarischen Caterer. Dia Meshram als... Achso, den hatten wir kennengelernt. Kisanes Navy. Umpafri. Rinka Shalbo. Hier kannst du mal Grillkäse essen. Jessene. Jabini Nobe. Benefi. Sikafuz. Ashi. Jetzt nehmen wir hier. Turpinar, purple. Navy Gobi. Oh. Mohalike. Ich glaube, das Telefon hier ändern. Oh, sieht besser aus. Telefonstreich. Job kündigen, genau. Vobals Opie. Piff of the Zoo. Haushalt. Nieb. Narfa. Fazoo with the new. Mach hier mal ein Selfie. Scheiße. Das ist schön. Der Vater hat richtig Bock hier. Ja, das reicht auch, ne? Wunderbar. Kann ich jetzt auch schon zur Arbeit fahren? Befete Pelka. Kumiau Bu Sharp Sposhim. Zopi. Vabo. At Sika Flash. Ist gut. So, hin irgendwas? Beste Möglichkeit, um die Karriereleistung zu verbessern, sind gut gelaunt zur Arbeit gehen, Tagesaufgabe erledigen, gute Beziehung mit Kollegen. Jo. Hansa für Burano. Er sollte jetzt mal langsam was essen, würde ich sagen. Nee, lass mal, du. Oh, ich glaube, der verspielt es gar nicht mal so beschissen. Um da jetzt um den anzukommen. Ich meine, es gab doch auch, oder war das ein Sims 2?
ist ja schwachsinnig, da gab es ja gar keine Emotionen. Ich meine, es gab doch irgendwie so bestimmte Emotionen, die du haben sollst für manche Berufe. Ne? Also, glaube ich zumindest, das war so. Ich weiß es auch nicht mehr. So, Kim, jetzt musst du immer mal zur Arbeit, ne? Sawata, Bima, Seneca, Belinda, Grinia. Jetzt gehen wir zur Arbeit. Gut, der Vater hat noch einen Schock bekommen für sein Leben. Also, was steht da, irgendwas anderes? Nee. So, geh du mal auf Toilette, Willi. Am besten, nachdem du aufgegessen hast. Einfach auf dem Boden stillen. So ist. Dann kannst du nochmal duschen. Dann kannst du nochmal schreiben. Schreiben üben. Dann würde ich sagen, könnten wir mal Gäste einladen? Das wäre ja eigentlich nicht schlecht. Okay, ach, fleißig bei Boss einschmeicheln. Verringert die Arbeitsleistung. Ich glaube, sinnvoller wäre es tatsächlich. Also, sozial ist hoch. Er hieß ja, wenn man sich mit seinen Arbeitskollegen gut stellt, dass die Beförderungschancen ganz gut stehen. Ich würde sagen, sie können jetzt ein bisschen fleißiger arbeiten. Ja, lass nochmal das eine Ding da hoch und dann können wir die Pen gehen. Dann haben wir nämlich die Schreibfähigkeit auf 3, das ist schon mal gut. Willi kann jetzt Kurzgeschichten und Entschuldigungen für andere Sims schreiben. Außerdem kann er Sachbücher zur Referenz lesen und mit anderen Sims über Lieblingsbücher und Autoren reden. Ja, Kurzgeschichten, wer kennt sie nicht, ne? War immer noch besser als Parabel. Hm. Und zu guter Letzt würde ich sagen, kannst du dich mal hier beim Boss einschleimen. Und sie hat tolle Arbeit geleistet, das ist das Schönste. 136 Simoleons. Mensch, da wird man ja steinreich. Gut, okay. Ich würde sagen, ist noch was? Wo nee, was ist sinnvoller, wenn sie jetzt schlafen geht und dann was? Und ich bin sie wirklich viel Sinn mit vollem Magen am Pen zu gehen. So, da ist hier unser Willi-Freund. Geh erstmal auf Klo. Und dann frühstücken. Frühstück servieren. Kochen. Ein Schokokuchen, genau. Nein. Schnelle Mahlzeit essen. Nee, das auch nicht. Können wir hier frühstücken, dann Rührei mit Speck.
So, der Willi macht ja schon das Frühstück, da kann sie auch gleich was mitessen. Achso, er macht nur für sich selbst, okay. Der sollte so voll sein. Indem du auf Klo warst. Sag ein Brunchen, Eier und Toast. Wer jetzt? Angespannt. Nicht genug Training. Aktives Training braucht körperliche Aktivität und um erfüllt zu sein. Ja, dann macht ihr nochmal ein bisschen Training. Joggen gehen. Geh mal ein bisschen joggen. Das sollte ich dir, glaube ich, ganz gut tun. Aber bitte dir nicht vor, was anziehen, was ich dachte. So, ein bisschen Aktivität kann dir nicht schaden. So, du musst heute wieder da raus, ne? Jo. Also ich glaube, jetzt ist der Moment, wo du ganz dringend auf Klo solltest. Ja, genau, gib ihn. Nachdem du irgendwas gegessen hast, kannst du mal duschen. So, der Willi, der kann es wissen. Jetzt mal hier runter. Ich will mal ein bisschen erforschen mit dir hier. Guck dir mal, das ist ein Fossil oder was? Keine Ahnung, was das ist. Sieht von oben aus wie ein Ammonit. Oder auch ein Knochen raus, also von daher. Und was war's? Willi hat eine Schatzkarte ausgegraben. Die wird sicher zu großartigen Dingen führen. Oh. Und das nächste, woran er denkt, das sind Kalmare, okay. Eine alte, abgenutzte Papierrolle mit kryptischen, von Schmutz bedeckten Zeichen. Sie sollte sich im Inventar seines Sims befinden, bevor er zu graben beginnt. Nein. Ja, was kann ich jetzt machen? Achso, Mensch, das ist ja richtig. Okay, keine Ahnung, was wir damit machen können. Sollte mal hier nach frischen. Und dann können wir mal zusammen angeln mit. Maro Palm. Auch er braucht Freunde. Geil, ein Sonnenblumenfrosch. So. Ist der müde da? Also nicht, weil die beschissen aufgestanden ist. Ach, die Matratze tut wohl weh, okay. Ja, mein der Rücken. Ja gut. So. Da gib ihn. Erstmal schön und jetzt. Genau, spiel ab. Duschen. Geht's auch gleich schon besser, ne? Dann kannst du noch ein bisschen telefonieren. Mit Johnny Schwarz. Ach, jetzt wieder diese Melanie, ne? Also, ne, Angela, sag mal. Komm ich auf Melanie? Silla! Silla! In a prep. Oh, Noib. Ja. Don Lothario. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever. Willi, er sollte woanders angeln, bis sein Fähigkeitslevel hoch genug ist. Oder
es mit seinem Welt von Ködern probieren. Na, angelt mal beide weiter. So. Gut. Okay. Oh, Bankira. Verpasse essen ob das Nikos Karen Boulay in den Gallen. Verpasse essen neu. Ist das denn hier? Tschüss. Achso, das war ein Kind. Das war ein sehr großes. Oha. Willi hat Informationen über diese Entdeckung im Notizbuch aufgezeichnet. Klicke unten um. Okay, machen wir ein Notizbuch öffnen. Barsch. Kann ohne Köder gefangen werden. Mensch, das ist ja wirklich eine Information, die hat es gefehlt. So, okay, gut. Was würde ich dann würd ich mal sagen? Machen auch gleich mal Schluss. Aber vorher kannst du dein Spaßlevel noch ein bisschen erhöhen. Kanal schauen. Und komm mit die Kanal. Ich guck mal ein bisschen Stefan Raab, das tut gut für die Seele. Auch wenn der nicht mehr im Fernsehen läuft. Guck mal, da sind die Heavy Tones. Was ich auch so lustig finde, ja, ganz locker, dass die Sims in den Fernsehen oder allgemein in Spiel und Co., dass sie immer von der vorherigen Version die Grafik übernehmen, ne? Weil in Sims 3 waren es hier, was hier Sims 2, Lusche, in Sims 2 waren es Sims 1 und Jesus hat Sims 3. Schibbenische! Ja, kommt Johnny jetzt hier. Hallo. Und herein. Kreuz und Forellen fangen. Gut, machen wir das Level noch eben voll und dann beenden wir auch den Part. Achso, sein Kumpel ist auch schon weg. Das ist schön. Wer denn überhaupt? Gut, okay. Würde ich immer mal sagen, dann können wir in der nächsten Folge mal mit ihr arbeiten gehen und dann mal gucken, was mit Johnny alles so passiert. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es war wieder ein Fest mit den Sims, mit Willy und der Kim und Mensch Johnny, der auch ganz toll. Ja. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.